Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt's ein Pflanzen-Unboxing. Und das sind die beiden Kartons, die ich heute Morgen erhalten habe. Und ich kann es kaum erwarten, sie auszupacken. Deswegen, der eine ist schon offen. Also ich habe schon mal kurz reingespitzt. Am 3. Februar habe ich bei Baldur Garten bestellt. Dieses Video ist nicht gesponsert oder sonst irgendwas von Baldur Garten. Ich bestelle da nur recht gern, weil ich ja doch einigermaßen gute Qualität für Lieferpflanzen bekommen. Es gibt zwei Gründe, warum ich da bestellt habe. Erstmal, es war Anfang Februar gewesen und keiner hat gewusst, wie lange der Lockdown noch dauern wird oder sonst irgendwas. Und ich brauche ja auch ein bisschen Sommerblumen im Garten, also einjährige Pflanzen, weil die mit ihrer Blütenpracht auf jeden Fall allem und jedem die Schau stehlen. Und ja, meine Saatkartoffeln sind da wahrscheinlich auch drin. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Punkt Nummer zwei ist, man muss ziemlich flott sein mit den jungen Pflanzen bestellen. Weil die sind dann nämlich immer ratzifatzi ausverkauft. Und ja, ich wollte nicht so ähnliche Pleite erleben wie letztes Jahr. Da hatte ich nämlich auch Jungpflanzen bestellt, habe aber leider nicht mehr alles bekommen, was ich denn so wollte. Also lege ich mal los mit dem Unboxing. So schaut es in dem Karton jetzt aus. Und jetzt gehen wir mal Stück für Stück da durch. Ich freue mich, ich bin gespannt. Okay. Wir legen los. Mit so einem kleinen Schächtelchen her. Drei Pflanzen drin. Und zwar drei Begonie Glowing Embers. Vorsichtig. Und zwar sind es dann so kleine Pflänzchen. Die blüht sogar schon. Schöne Farbe. Und wie man jetzt da mit weiter vorgeht, ist folgendermaßen. Die müssen jetzt erstmal über Nacht am besten, aber die standen jetzt bei mir ja schon ein bisschen rum, im Haus und zwar offen in ihrem, ja, Plastikgefäß sich akklimatisieren und dann kann man sie einpflanzen. Wie gesagt, bei mir stehen sie jetzt schon den ganzen Tag rum, deswegen werde ich sie dann gleich einpflanzen. Ich nehme euch dann mit, wenn es soweit ist und jetzt gehen wir schon weiter. Pflanzenzettel wieder mit Nei, weil sonst verpeile ich was ist. Lysimachia oder auch Pfennigskraut. Auch ganz kleine Pflänzchen. Allerdings, die haben so ein Netz hier außenrum. Ich glaube, das ist allein zum Vorziehen da, damit die Erde eben nicht überall rumfliegt. Letztes Jahr habe ich das nicht weggemacht, bevor ich sie eingepflanzt habe, aber dieses Jahr werde ich das auf jeden Fall entfernen, weil ich habe den Eindruck, dadurch wird das Wachstum irgendwie behindert. Also, ich glaube eher, die Wurzeln sind natürlich bestrebt, nach unten zu wachsen, was im ersten Moment nicht schlecht ist. Aber irgendwie tun sie sich schwerer, dann anzuwachsen. Deswegen mache ich das Netz dieses Jahr mal weg. Hier haben wir okay. Zauberglöckchen Atomic Orange. Das wird dann so eine Mischung, also die Blüten haben dann so eine Mischung aus, ja, Gelb, Orange, Pink. Das sind wie Mini-Petunien, schauen die dann aus. Dann eine stehende Geranie. Red Explosion. Die ist schon echt groß. Zauberglöckchen nochmal. Chameleon Double in Pink-Yellow. Die sollen wohl im Laufe der Zeit ein bisschen die Farbe ändern. Ich bin sehr gespannt, wie das dann ausschauen wird. Gefüllte Petunie Mystical. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung mehr, was für Farbe das war. Aber ich schätze mal irgendwas in die Rot-Orange-Gelb-Richtung, weil dieses Jahr sollen die ganzen einjährigen Pflanzen eben in den wärmeren Farbtönen gehalten werden bei mir. Also sprich Rot, Orange, Gelb, irgendwie Feuer. Dann haben wir die Hängegeranie Tommy.
Die schauen ehrlich gesagt schon nicht mehr so fresh aus. Ach, das ist auch schon abgebrochen hier. Na gut. Aber da kriege ich mir schon noch was raus. Yeah. Jetzt kommt was Cooles. Und zwar. Süßkartoffel. Ich habe letztes Jahr auch schon mal Süßkartoffeln von denen bestellt, auch diese Jungpflanzen. Und ich, Depp, habe sie halt so bald rausgepflanzt und der Frost hat sie dann volles Brett niedergemäht. Ja, dieses Jahr passiert mir das nicht. Das lasse ich jetzt erstmal in der Verpackung und zwar ist es der Ampelmix Sunny Days. Also das war gleicher Pack gewesen mit zweimal Pfennigskraut, zweimal Petunien in Gelb, glaube ich, und zweimal Zauberglöckchen in so Orange-Pink. Und die kommen nicht wie eigentlich auf dem Zettel beschrieben in einer Ampel, sondern die kommen in die Kästen, die ich gebaut habe für die IBC-Tanks, also für diese großen 1000 Liter Wassertanks. Dann haben wir hier Bidens Yellow Sunshine. Na? Also Bidens Yellow Sunshine blüht auch schon, aber ich möchte ja, dass die ihre Energie in die Wurzeln reinstecken, damit sie überall gut anwachsen. Deswegen werde ich die Blüten wahrscheinlich erstmal abzwicken. Ja, auch wenn es weh tut, aber es muss sein. Und die Wurzeln schauen echt gut aus. Die kringeln sich da unten schon, die werde ich dann ein bisschen auflockern. Nur ein bisschen auflockern, damit die eben schön anwachsen und nicht ihre Wurzeln im Kreis weiter wachsen lassen. So langsam habe ich keinen Platz mehr auf dem Tisch. Und hier drin haben wir Duftnelke Parfait Mix. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das bestellt habe. Muss ich mal gucken, wie die ausschauen. Vielleicht passen sie ja für dieses Jahr in mein Konzept. Und vor allem, ich weiß auch nicht, ob die winterhart sind. Beim Rest bin ich mir sicher, dass eben die Pflanzen nicht winterhart sind. Mal gucken. Und schon sind wir bei der zweiten Kiste. Oh, da ist so viel drin. Okay. Da haben wir ein Gräsertrio, bestehend aus. Sommermix. Wenn ich mich recht erinnere, war das ein Dreier-Kombo aus drei verschiedenen Blühpflanzen. Ach, es ist halt schon 2 Monate her, dass ich das Zeug bestellt habe. Deswegen ist es für mich genauso eine Überraschung wie für euch, was da drin ist. Ich will es jetzt nicht aus seinem Strumpf auspacken. Und zwar ist es ein winterhartes Reitgras. Baldogarten gibt nämlich nach verschiedenen Bestellwerten, also halt nach verschiedenen Eurobeträgen, geben die ja, ein paar Goodies dazu. Und dieses Mal war es eben dieses Reitgras gewesen. Jetzt geht es weiter mit den Saatkartoffeln. Einmal die Desiree. Eine wunderschöne rote Kartoffel. Ich hatte diesen Pflanzkartoffelmix letztes Jahr schon und alle drei Sorten, die da drin sind, die anderen beiden stelle ich euch gleich vor, waren richtig gut gewesen. Also vor allem die rote hier, die Desiree, die war... Dann als nächstes haben wir die Nicola. Und dann haben wir hier noch die Sieglinde. Ein Klassiker. Treiben auch schon recht gut aus, aber ich werde die dann noch auf die Fensterbank verlegen, damit sie noch ein bisschen vorkeimen, weil bald ist es ja auch Zeit, die Pflanzkartoffeln rauszubringen. Dann haben wir hier das rote Liebesgras. Ich finde es halt so toll, wie das mit seinen kleinen roten Blüten da wie so eine ja, Explosion schon fast ausschaut. Und die Blütezeit soll von... Da sind nur römische Buchstaben drauf, Moment. Von Juli bis Oktober sein. So schauen die kleinen Pflänzchen aus. Die wässern die Pflanzen auch immer durchdringend, bevor sie sie losschicken. Also gießen muss man die jetzt in den nächsten paar Tagen erstmal nicht. Und hier haben wir das Federgras Stipper. Hier ist das Pflanzenzettel dazu. Finde ich
voll toll. Sie schaut bestimmt total cool aus, wenn sich das so im Wind so wiegt. Ich glaube, den Effekt erreicht man nur, wenn man da echt viele nebeneinander pflanzt. Und dann eine weitere Zugabe waren diese Anemonen, und zwar in Wurzelform. Die schauen ja echt toll aus. Wie rum pflanzen wir die jetzt? So? Oder doch eher so? Wir werden es rausfinden. Ja, okay, das war's soweit mit dem Unboxing erstmal. Meine Küche schaut schon wieder aus wie Bolle. Und jetzt pflanze ich die kleinen Pflänzchen mal in Erde, damit sie noch, bevor ich sie rauspflanze, was so circa Mitte Mai sein wird, noch so richtig an Kraft aufnehmen können und so richtig gut durchstarten dann dieses Jahr. Aber dazu nehme ich euch mit. Um die kleinen Pflänzchen jetzt einzupflanzen, habe ich so einen 6er-Tray. Die Becher an sich sind ein wenig höher, breiter und ein bisschen tiefer als die anderen Anzuchtbecher, die ich sonst nehme. Weil so kleine Wurmpflanzen sind prinzipiell nichts anders als das, was ich momentan im Anzuchtschrank vorziehe, nur dass es halt Blumen sind und nicht Gemüse. Allerdings fülle ich die Becherchen jetzt mit normaler Blumenerde und für den extra Boost gebe ich den gleich noch gekörnten Rinderdung. Ein paar solche Pellets in jede Zelle. Und dann auch gleich noch Hornspäne, damit sie richtig schnell richtig groß werden. Allerdings ist das ein organischer Dünger und es braucht da Zeit, bis es sich zersetzt. Aber auf lange Zeit gesehen quält es denen dann da drin besser. Dann gucke ich mir erstmal das Wurzelsystem an, aber das schaut bei denen noch recht gut aus, also da muss ich nichts aufrauen. Und dann fülle ich das Töpfchen gar mit Erde auf. Jetzt gieße ich die Pflänzchen noch richtig gut an. Und dann kommen sie hinten auf die Bank. Da bekommen sie einen Tag über schön Sonne, aber auch Schatten. Und da müssten sie richtig gut gedeihen. Da hinten steht auch der Rest schon, was in dem Paket mit drin war. Und noch ziemlich viele andere Pflanzen, die nur darauf warten, endlich in die Erde zu kommen. Also es wird so langsam voll hier. Ich hoffe, mein Unboxing-Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Das ist eine Rutenhirse. Nein, ein winterhartes Reitgras. Kartoffeln. ausgekauft oder verkauft. Ausverkauft.